Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar, naja, sagen wir mal so, seit 2 Wochen kam ungefähr keine Folge mehr. Dies hat nur einen bestimmten verschlissenen Grund. Und zwar habe ich einfach 2 Wochen oder ich weiß gar nicht mehr, vor 2 Wochen kam die letzte Folge, vor 4 Wochen habe ich, glaube ich, aufgenommen, das letzte Mal. Ist schon wieder ein bisschen länger her, aber ich habe halt nicht mehr aufgenommen. Ich habe einfach nicht mehr aufgenommen. Einerseits kam ja dann noch Jurassic World Evolution mir in die Quere. Da müsste ich mal wieder aufnehmen. Da kam jetzt auch schon längere Zeit keine Folge mehr. Oder ich habe längere Zeit nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann da die letzte Folge kam, aber ich werde, oder ich habe mir überlegt, Cities Skylines zu beenden. Finde ich ein bisschen blöd. Cities Skylines lief, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, da ist es nicht so ganz laut. Finde ich ein bisschen blöd, Cities Skylines zu beenden, muss ich ehrlich sagen, denn Cities Skylines hat mich halt jetzt auch schon, ja, so ewig lange auf meinem Kanal begleitet, deswegen finde ich es ein bisschen blöd, es zu beenden. Wir sind ja auch gerade erst in der 13. Folge, Parklife, gell? DLC und so, neue Staffel. Und ich wollte hier noch weiter bauen, hier noch ein Städtchen bauen, da noch ein Städtchen bauen, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde das hier jetzt erstmal ruhen lassen und dann hier irgendwo anfangen, neues Städtchen zu bauen. Aber jetzt kommt der interessante Teil für euch, und zwar, wenn irgendwann mal wieder 2 Wochen keine Folge kommt, dann habt keine Angst, ich habe es nicht beendet. Ich habe mir einfach mal überlegt, aktuell laufen so viele Projekte und es stehen wieder so viele Projekte an, denn The Universum ist angelaufen, dann gibt es noch ein Spiel, und zwar Kingdom and Castles wurde mir von den Zuschauern vorgeschlagen. Das werde ich noch aufnehmen, habe ich mir schon geholt. Werde ich dann wahrscheinlich morgen aufnehmen. Das heißt, wenn ihr die Folge seht, habe ich schon aufgenommen. Das heißt, übermorgen bringe ich es dann von euch aus, dann ausgesehen wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen oder in 3 Tagen, keine Ahnung. Und das Wichtige oder Interessante kommt erst jetzt. Und zwar fangen noch weitere neue Let's Plays an. Ist natürlich klar, wie Two-Point Hospital will ich anfangen oder wollte ich zumindest mal vor 1-2 Wochen anfangen, aber da habe ich mir gedacht, nee, ich fange noch nicht an. Aktuell laufen noch so viele Spiele, da will ich eher manche Spiele beenden, bevor ich das anfange. Und Meteorologists are issuing a thunderstorm for the coming days. Citizens are advised to stay indoors. Ja, geil. Schöne Durchsage, Dankeschön. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe gesagt, genau, neue Spiele kommen. Bigfoot fängt auch wieder an. Da wollte ich auch wieder ein Ründchen aufnehmen. Dann gibt es auch noch, ich weiß nicht, ich glaube, mehr Spiele fangen nicht an. Nur werde ich nicht anfangen. Ah, alles klar. Da brennt's. Ja, sieht auch schön aus. Sagen wir mal hier die Maus hin. Und zwar habe ich mir überlegt, und jetzt kommt wirklich das, was ich eigentlich sagen wollte mit Cities Skylines. Ich habe mir überlegt, Cities Skylines zu beenden. Wie gesagt, ich fand es blöd oder finde es immer noch blöd, daher Cities Skylines jetzt so lange lief und wir erst in dieser Staffel sind. Daher habe ich mir überlegt, dass ich hin und wieder eine Pause mache von Cities Skylines. Das heißt, wenn ich jetzt mal nicht aufnehmen will, nehme ich halt nicht auf, dann mache ich halt eine längere Pause. 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht auch maximal 4 Wochen, einen Monat, kommt dann maximal keine Folge mehr, irgendwann mal wieder. Kann jetzt auch schon wieder nach der Folge sein oder nach den 2, 3, 4 Folgen, wenn ich, je nachdem, wie lange ich jetzt aufnehmen werde, ich habe keine Ahnung. Und da werden halt dann keine Folgen kommen. Und dann werde ich halt irgendwann mal wieder aufnehmen, wenn ich mal wieder Lust dazu habe, wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, wenn ich halt mal wieder Lust dazu habe und das aufnehmen will, wie jetzt gerade, jetzt habe ich mal wieder Lust, jetzt nehme ich es halt wieder auf. Und dann kommen auch wieder Folgen. Habe ich mir einfach mal überlegt, weil aktuell laufen so viele Projekte. Eine neue Minecraft-Staffel habe ich angefangen. FMT. Dann machen wir gerade noch oder bereiten gerade noch so ein Winter-Special vor. Ein geheimes Winter-Special. Und dann will ich ja noch Two-Point Hospital anfangen. The Universum habe ich ja schon angefangen. Das läuft ja noch. Kingdom Castles. Wird der noch angefangen werden, hoffe ich demnächst von mir. Und ich weiß gar nicht mehr, was noch aktuell für Spiele laufen. Need for Speed Payback habe ich ja in die Streams verschoben, aber ich habe ja schon ewig lang nicht mehr gestreamt, muss ich auch mal wieder machen. Finde ich auch mal wieder ein bisschen blöd, so lange nicht mehr zu streamen. Also ich werde höchstwahrscheinlich
eventuell diese Woche Sonntag streamen. Ich hoffe es. Ich bete mich an. Ich hoffe so unglaublich, dass ich die Woche Sonntag vielleicht sogar oder vielleicht auch Samstag streamen werde. Ich wollte schon wieder M sagen. Ich muss mal schauen, dass ich jetzt M ein bisschen wieder wegbekomme, weil ich halt immer M sage und das nervt mich halt auch. Das ist halt auch kein Sprachgebrauch, wenn ich die ganze Zeit M sage, M und M's. Das ist es. M und M's. Jetzt habt das. Ja. Finde ich ein bisschen blöd, dass ich immer M sage, weil, ja, ist halt nicht schön. Er denkt mir immer, ich kann nicht denken. So, die stoppen ja immer und fahren dann wieder weiter. Keine Bugs. Alles läuft hier wie gerutscht. Das hier finde ich auch richtig geil. Das sieht aus wie gemalt. Ich finde es so gut. Die fahren hier einmal über die Wiese und dann dadurch einen Pfosten. Unglaublich, dass die das überhaupt können, ohne dass das Auto eine Macke kriegt und ohne dass die hier die Mauer zusammenschießen. Und dann fahren sie einfach runter in die Kanalisation. Finde ich gut gemacht. Es sieht ein bisschen doof aus, aber naja, kann man halt mal machen. So, Müllabfuhrgebiet ist auch einigermaßen unter Kontrolle gebracht worden. Hier fahren die ja wieder rein und da fahren die auch rein, da fahren sie wieder raus. Das funktioniert schon mal alles. Haben wir ja letzte Folge ein bisschen da verbracht mit Verkehrsnetzen und sonstigen Sachen. Genau, daran kann ich mich ja noch erinnern. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie lange das jetzt schon wieder her war. Weil da fahren ja alle rein, aber ich weiß gar nicht, wo die hinfahren. Die müssten ja, glaube ich, dann irgendwo wieder rein. Ach so, die kommen ja, glaube ich, hier in der Stadt irgendwo raus, oder? Da habe ich da, glaube ich, ja eine Straße irgendwo hingebaut. Ich weiß aber nicht mehr, wo die sein könnte. Naja. Schauen wir einfach mal kurz nach. Müssen wir so hin? Ach so. Ach, die ist hier. Ja, ist ja klar, dass hier niemand fahren kann. Ist der Stau hoch 10. Weil da ist gleich die Kreuzung, da kommen sie raus. Da hätte ich es doch eigentlich gleich da anschließen können, gell? Hier ein bisschen umbauen, da gleich anschließen, dann können die sich hier gleich aufteilen. Hätte ich vielleicht sogar besser machen können. Fällt mir gerade nur so ein. Mach ich doch einfach mal. Da habe ich wieder eine kleine schöne Arbeit zu erledigen. Entschuldigung, Haus, aber das wäre sowieso weggekommen. Ich weiß gar nicht genau, hier war ja Einbahnstraße. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, dann Entschuldigung. Na, dann mache ich so eine. Hier kommt eine Einbahnstraße hin, warum auch immer. So ungefähr. Und da kann ich dann... Ich weiß gar nicht, das war ja, glaube ich, so eine Straße, oder? Wo kommen die hoch? Wo kommen die hoch? Da kommt er hoch. Dann kann ich ja eigentlich hier diese Schäpse, diesen Schäpsen-Gehweg auch wieder wegbauen. Fump. So, wäre ja, glaube ich, nur ein Weg, genau. Ja, geil. Ja, perfekt. Wunderbar durchdacht, wunderbar designt. So gefällt's mir. Hier geht's rum, da geht's numm. Ja, ist viel besser, gell? Ja. Sieht auf jeden Fall mal besser aus, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auch gut findet. Das war ein bisschen blöd. Ja, ja, aha, aha. So, mal schauen, jetzt müsste eigentlich alles wieder gut werden. Die ganzen Leute müssen jetzt wieder hier den normalen Weg nehmen. Ich habe da nur den blöden Gehweg hingebaut. Schon wieder. Ich weiß nicht, ich habe mir das irgendwie angewöhnt, zwischen den ganzen Denkpausen M zu sagen. Ich weiß nicht warum, ich krieg's auch irgendwie nicht mehr weg. Ein bisschen blöd. Da laufen so unglaublich viele Leute rum. Wo kommt die eigentlich her? Ist da eine U-Bahn? Falls ja, ist es auch kein Wunder. Ne, keine U-Bahn. Ist ja eigentlich eine U-Bahn. Wir haben es ja mit dem Verkehrsnetz damals so gebaut, dass... Okay, hier fahren U-Bahnen herum. Hier gibt es ja nur diese... Okay, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich es damals gebaut habe. Ah, das war auch so ein Hack-Mack hier, die ganzen Sachen zu installieren. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. So, es müsste ja jetzt eigentlich ein bisschen besser werden, gell? Hoffe ich zumindest mal. Ich weiß aber auch gar nicht, wo die langfahren wollen. Die wollen ja auch teilweise hier unten reinfahren. Dann wollen die wieder da... hallo? Dann wollen die wieder da drauf. Die wenden. Ach so, das sind nur die Busse, oder? Nee, die wenden. Die wenden, weil die hier langfahren wollen, oder? Oder die wollen da rein. Da rein, dort rein. Keine Ahnung, wo die hin wollen. Aber wenn die wenden wollen, warum sagt das nicht gleich? Dann kann ich doch einfach mal hier so eine Wende-Spur-Richtungslinie hinbauen.
vor. Sieht zwar ein bisschen Banane aus, ich weiß auch nicht, wie viele da jetzt langfahren, ob das überhaupt einigermaßen gut funktioniert, aber wir können es ja erstmal probieren und dann sehen wir weiter. So, aber ich denke gerade wirklich nach, welche Spiele aktuell noch laufen bei mir. Ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich schon Alzheimer. Gedächtnisverlust, könnte sein, weiß ich nicht. Welche Spiele laufen? City Skylines läuft, Jurassic World Evolution läuft, Minecraft läuft, LPMT läuft, genau, LPMT, dann kommt da noch das Weihnachtsspecial hinzu, aber das ist ja nur einmal pro Jahr. Ich weiß gar nicht. Aber es gibt halt so viele unglaublich geile Spiele. Stranded Deep wollte ich mal wieder anspielen. The Forest wollte ich mal anfangen. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich wollte ja die ganzen alten Spiele, Stranded Deep und so weiter und so fort, ja, in den Stream spielen. Aber, da ich ja schon ewig nicht mehr gestreamt habe, ich muss mal wieder schauen, wie gesagt, ja, wo ich jetzt streamen werde, ob ich jetzt auf YouTube streamen werde oder auf Twitch streamen werde. Keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wahrscheinlich werde ich wieder auf Twitch streamen, aber dann die Streams halt im Nachhinein, also währenddessen halt nochmal aufnehmen und dann auf YouTube hochladen. Kann sein, werde ich wahrscheinlich auch so machen. Weiß ich aber jetzt noch nicht, muss ich nochmal nachschauen. Und das werde ich dann wahrscheinlich so machen. Weil dann kann ich zum Beispiel Need for Speed Payback wieder spielen, City Skylines zum Beispiel weiterspielen, falls ich es irgendwann mal beenden soll, das Stranded Deep mal wieder antesten, The Forest vielleicht da mal spielen, dann muss ich davon kein Let's Play machen oder Bigfoot streamen oder spielen, keine Ahnung. Mal schauen, was das Leben so, ja, so bringt, weißt du? Muss ich mal schauen, wie alles so weitergeht. Aber die ganzen Busse, die fahren ja immer noch da entlang. Warum nehmen die nicht einfach den Weg? Der ist viel kürzer und eleganter. Ja, pff. Ach so, die können ja gar nicht langfahren, weil ich glaube ich ja hier die... Aha. Nein, das war das Falsche. Nein, das war auch nochmal das Falsche. Ich glaube, das hier war es. Ja, genau. Hallo? 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 Genau. Weil hier habe ich es ja leider so gemacht, dass sie hier langfahren. Das heißt, ich mache es einfach mal. So. Jetzt fährt der ganze... Jetzt müsste ich es hier auch nochmal machen. Aber fährt es der... Nee, okay, gut. Nur die, wo da langfahren wollen, fahren einfach da. Und dann gut. Da muss ich es ganz kurz mal machen. Pfump. 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 Die fahren einfach mal auf diese Spur, bitteschön. Und die fahren... Ach doch, kann ich sogar? So, die fahren einfach... Hallo? 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 Ah, ein bisschen blöd. So, die fahren auf die Spur. Ich hoffe, das geht. Aber denn jetzt schon wieder? So, ich hoffe, dass... ich hoffe, das geht einfach mal. So, es müsste passen. Die fahren jetzt... die wechseln alle die Spur. Wir haben den Stau gelöst. Moment, ich muss kurz mal husten. Oh, ich wollte gerade... Moment. So. Ich wollte gerade auf die Aufnahmetaste drücken. Ja, Moment, ich huste kurz. Mach mal Mikrofon an. Aufnahme beendet. Stream beendet. Ich bin offline. Okay. Die verstopfen jetzt ein bisschen den Verkehr hier, weil die wieder so... So Banane, die Spurwechsel. Ich weiß überhaupt nicht, warum die das machen. Die fahren da lang, da fährt noch einer rum. Ja klar, fahr doch noch rechts rum. Aber ich habe jetzt den Stau eigentlich gelöst. Da kommt jetzt nur noch der restliche Verkehr raus, der immer noch da in der Röhre hängt. Und die fahren jetzt hier entlang. Haben wir eigentlich gut gelöst. Würde ich einfach mal betonen. Vermuten. Na gut. Ja gut, ich will ja nicht sagen, dass wir hier irgendwie leichte Stauprobleme haben, aber es hält sich noch in Grenzen. Es hält sich noch, ja, ja, ist noch okay, hält sich noch so ein bisschen in Grenzen. Man kann noch damit leben, aber ja gut. So, die fahren darauf, die wollen ja da ins Industriegebiet. Ah, immer wieder. Ja, geil. Wieder die Sprungschanze. Ja, geile Sache hier. Ich frage mich halt, warum es immer noch so, ja, so kleinere Bugs gibt. Von Straßenlayouts. Ist natürlich klar, bei einem Open-World-Spiel ist es nicht, aber bei einer Simulation
dürfte das ja eigentlich nicht passieren. Aber daher, dass so sozusagen, was wollte ich gerade sagen? Nee, was ist nochmal Spiel? Open World ist ja nicht, aber Simulation, genau. Daher, dass es eine Simulation ist, sollte es nicht passieren. Es kann aber passieren. Daher ist so eine, sozusagen eine Open World Sandbox selber Gestaltungs nicht Open World Game ist, sozusagen. Und da kann es natürlich passieren, wie mit den Straßen hier. Ich weiß gar nicht, hier drüben gab es ja, glaube ich, auch noch irgendwelche komischen Sachen mit irgendwo, wo der Berg war. Ich weiß gar nicht mehr, genau hier. Ja, das sieht halt auch ein bisschen komisch aus da. Aber naja, kann man halt nicht anders bauen. Kann man schon anders bauen, aber ich lasse halt so, weil es auch lustig aussieht teilweise. Ach, genau. Unser Park. Unser kleiner, schöner, geiler Park. Habe ich mal gesagt, dass wir hier alles schön dekorieren werden. Und sonstige Sachen werden. Machen werden. Ja, klar, habe ich gesagt, aber. Ich weiß gar nicht, wo sind eigentlich die Parks? Hier hinten sind da, glaube ich, die Parks. Wir könnten es auch mal probieren mit diesem Attraktionspark. Parkpflegegebäude. Im Parkpflegegebäude werden die Fahrzeuge zur Pflege des Parks gelagert und gewartet. Okay. Kann ja nur hier hinbauen. Okay. Gut. Haben wir im Park schon lange nicht mehr gewartet? Alles klar. Genau, dann würde ich nämlich das hier auch als nächstes bauen. Ich weiß gar nicht, wir haben das hier gebaut. Nee, Moment. Wir haben doch das hier gebaut, gell? Oder ich weiß ja gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben das hier gebaut. Park. Genau, Stadtpark haben wir hier gebaut. Aber es gibt halt so unglaublich viele Sachen. So kleine Sachen. So kleine, schöne Sachen. Die man kann halt alles hier so dekorieren. Hier mit so einem Stand, mit so einem Blumenbeet, eine Bank, noch eine Bank, Mülleimer, Bäume, Laternen. Hier ist so ein kleiner Tisch da. Das sieht immer noch doof aus. Ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt verbessert haben, neu gemacht haben. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht wird es sogar... Vielleicht kann man es sogar beheben, wenn man halt die Gebäude eher dicht baut oder viele Gebäude hinbaut, dass halt der Strom so weitergegeben wird. Dann baut man halt hier zum Beispiel ein großes Gebäude nebendran und dann... Ja, könnte man zum Beispiel so machen, aber... Wäre halt immer noch doof. Wenn man halt einzelne Gebäude haben will, dann muss man halt die fetten, ja, Masten reinstellen. Finde ich immer noch nicht schön. Huch, was ist denn jetzt passiert? Ja, schön! Aber warum? Weil ich zuschaue, oder? Ja, muss ich ja schon so machen, oder? Ja, sieht schön aus. Schönes kleines Feature. Finde ich nett. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so eher gesagt der Typ, der so auf Detail... Also, ich gehe eigentlich schon... sozusagen auf die kleinen Details ein und finde die auch schön und nett. Weil man das halt alles selber bauen muss. Mit jedem Eimer, jeder Laterne, jedem Müll, jeder Müllbank, jedem Tisch, jeden Baum, jeden Grashalm, da wird man ja verrückt. Und daher muss ich mal schauen, den werde ich natürlich noch weiter bauen. Aber ob ich den mit den ganzen kleinen Sachen weiterbauen werden. Man hat hier so unglaublich viel. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Sachen waren. Genau hier. Man hat halt so unglaublich viel. Man kann so unfassbar viel. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da. Baue ich einfach mal ins Gras. Was ist das überhaupt? Sound. Ein Soundkasten. Geil. Ja, es gibt halt so viele schöne kleine Details und Features. Man kann so unglaublich viel. Und schön und klein und detailreich hier bauen. Entschuldigung, das war WhatsApp. Aber, ja, das dauert halt ewig. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ah, hat Stufe, deswegen wahrscheinlich das Feuerwerk hat Stufe 2 erreicht, oder? Gebäude. Parksteg 1, Parksteg 2. Parkschachtfeld 1. Okay. Aber es dauert halt so lang. Es dauert halt so unglaublich lang. Klar, ich könnte vielleicht mal eine Folge machen oder ein paar Folgen oder ich mach's. Dafür könnte ich die Streams zum Beispiel verwenden. Dann wird es vielleicht mit mir nicht so langweilig, weil ich Küste. Ja klar, bauen wir es hier hin. Da ist der Park und hier ist die Küste, geil. Ja gut, dann bauen wir halt noch Wasser. Nee, geht ja gar nicht, gell?
Ah, dann hätten wir den hier an der Küste bauen müssen. Na gut, aber das hier kann man ja machen. So. Dann bauen wir hier noch eins Gebäude. Strom. Ja gut, jetzt geht's. Also jetzt würde der Strom so funktionieren. Okay. Aber ich finde es immer noch blöd gemacht. Wenn man jetzt halt so einzelne Gebäude bauen möchte, dann müsste man halt es so machen mit den fetten Kronleuchtern. Finde ich noch ein bisschen Käse, aber naja. Ach so, ein gigantisches Schach. Oh, das ist da. Oh, schön. Da spielen sie schon. Ja, das ist ja schön. Gusthof Wiesen. 2 Sterne. Schön. Einfach nur schön. Aber ich glaube, ich werde sogar die Streams dann demnächst wieder anfangen. Samstag, Sonntag. Und dann könnte ich zum Beispiel City Skyline streamen und da dann zum Beispiel die Parks bauen oder sonstige Sachen machen und nochmal auf kleinere Details eingehen. Das könnte ich machen. Darauf hätte ich jetzt auch wieder mal richtig Lust. Wäre eigentlich eine schicke, schöne, elegante Idee. Und damit würde ich auch sagen, ja, war es wieder mit der Folge. Und wenn... Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die Woche nochmal aufnehmen werde und wann die Folge kommen wird, aber eine Sache kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn ich am Samstag oder am Sonntag streamen werde, dann wird die Folge davor kommen, seht ihr dann. Und wenn ich dann streamen werde, werde ich vielleicht oder höchstwahrscheinlich auch City Skylines spielen. Und dann werde ich die City Skylines folgen oder den City Skylines Stream, Entschuldigung, wegen nochmal WhatsApp, ich muss ja gleich mal schauen, was da los ist. Und dann werden halt die City Skylines Streams als normale Streams kommen, aber sozusagen als City Skylines Streams. Ich weiß nicht, ich schreibe dann, glaube ich, in den Titel die ganzen Spiele ran, welche Spiele halt in den Stream vorkamen, nacheinander, welches ich zuerst gespielt habe, Minecraft zum Beispiel, City Skylines, Jurassic World Evolution, Ark und so weiter und so fort. Und da könnt ihr halt mal schauen und da könnt ihr dann zum Beispiel auch noch City Skylines weiterschauen, wenn ihr halt da noch sonstige Sachen wissen wollt. Dann werde ich auch noch in den Let's Plays zeigen nach den Streams, was ich jetzt in den Streams gemacht habe, wenn ihr es halt noch genauer wissen wollt, dann könnt ihr es halt noch in den Streams nachschauen. So, werde ich dann wahrscheinlich machen, aber da muss ich nochmal schauen, ob ich dann überhaupt die Woche noch streamen werde. Falls nicht, dann nächste Woche, Anfang nächste Woche, eventuell muss ich aber mal schauen. Deswegen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Warum ist da 5 Stunden Feuerwerk? Das gibt's. Ich glaube, das ist ein Bug. Jetzt haben wir ja durchgehend Feuerwerk die ganzen nächsten 1000 Folgen. Also dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und Entschuldigung wegen WhatsApp, aber ciao.